Hakuna, mein Tata, meine Freunde! Und wie immer, herzlich willkommen bei einer weiteren Runde. GG! In der letzten Folge haben wir hier den Paluten geplättet. Ich weiß gar nicht, ob ich da ordentlich Narkotik reinhauen muss. Ich glaube nicht, oder? 7% eine Major Berry. Oh, da brauche ich ja ein bisschen mehr als so diese 4. Was hast du denn hier am Start? Was kannst du mir denn geben? 1800. Kiesch, das ist ein bisschen viel. So. Das sollte aber auch reichen. Oh, der frisst aber relativ schnell. Heide Witzka, der frisst ja richtig schnell. Den habe ich jetzt schon gezähmt. Gut, dann muss ich jetzt erstmal hier weitermachen. Ich brauche nämlich immer noch Narco-Berries. Ich lebe hier gerade ein bisschen gefährlich, weil sobald ich einen Biber hier aus Versehen angreife, war's das. Wir schauen noch nach hinten. So. Oh, irgendwas habe ich getroffen. Aber sieht gut aus. Ja. Ganz ehrlich, dich lassen wir erstmal hier. Stimberries, komm mit. Narcoberries, komm mit. Und du kommst bitte auch einmal mit. Warum bin ich denn so schwer gerade? Habe ich zu viel Stimberries dabei? Das ist schon ordentlich, ne? Ich hau die mal gerade in deine Wenigkeit rein. Ja, das geht klar, ne? Kommst du auch gut klar? Super. Du kannst erstmal hier bleiben. Du kommst aber mit. So, da hinten kommt, glaube ich, gerade ein lilaner Drop runter oder ist sogar schon unten. Den werden wir uns gleich einverleiben. Aber erstmal machen wir jetzt hier die große Kackmaschine an. So, ist hier irgendwas, was ich noch brauche? Ja, der mittelgroße Kackhaufen, davon haben wir gleich zu Genüge. Aber nun gut, machen wir. Okay, Kackmaschine. Dann nennen wir dich auch mal Mr. Kacko. Nein, Abbruch! Warum, Mr. Kacko? Mr. Kacko? Annehmen. Und jetzt wünsche ich dir guten Appetit. Mache bitte viele Kacke für mich. Mal schauen, was wir für einen großen Turm fertig machen. Ja. Das nenne ich viel Kacke. Supergeil. Also, keine Kackprobleme mehr. Dafür haben wir jetzt Mr. Kacko. So. Jetzt hier rein damit. So, hier auch nochmal. Und der Rest kann weg. Brauche ich alles nicht. Obwohl, uiuiuiui. Komm mal wieder ran, Bruder, hier. Ich brauche doch noch was für mein Beet. Ah, werden wir nochmal ein paar Mal mehr machen. So ein bisschen, aber nur so ein bisschen. Nein. Bitte nur die Kacke einsammeln. Dankeschön. Das Problem war nämlich, in der letzten Folge hatte ich zu wenig Dünger. Das ist einfach irgendwann leer geworden. Und deswegen plätten wir das nochmal richtig schön voll, sauber. Das hat jetzt 75.000. Das hat 52.000, obwohl da nur ein Fertilizer drin ist. Fertilizer ist echt muy, muy grande. So, das schmeißen wir nochmal weg. Ja, eigentlich brauche ich den ganzen anderen Mist nicht. Major Berries könnte ich nochmal mitnehmen können. Obwohl, ich glaube, da ist auch noch ziemlich viel im Nashorn. Oder wenn nicht, dann nehme ich hier lieber nochmal 200 mit. Hier packen wir natürlich auch wieder Narco-Berries rein. So. Ah, vergammeltes Fleisch. Ah, 85, sauber. Geh doch. Gut, 33 werden wieder hergestellt. Super Leistung. Die Öfen, laufen die noch? Da müsste ich eigentlich auch mal wieder was durchpfeffern. Einfach ein bisschen Holz. Habe ich noch Holz? Ja, habe ich. Sauber. Wir brauchen nämlich mehr Kohle. Ab geht's. Und Volldampf. So. So. Also, ab zum lila Drop. Und wir gehen jetzt zum Mr. Nashorn. Mr. Nashorn, habe ich noch Narkotik? Wieso habe ich kein Narkotik mehr? Habe ich das alles in Mr. Nashorn reingehauen? Schauen wir mal. Erstmal hoffen, dass das Ding noch liegt. Und dass wir gleich nochmal den lila Drop mitnehmen können. Das ist ja auch nochmal richtig lecker. So, hier liegt der Kollege. Und wie geht's dir? Benommenheit nur noch 400. Da müssen wir natürlich gleich was gegen tun. Er hatte keine Major Berries mehr. Zum Glück, dass ich da noch welche mitgenommen habe. Aber wir brauchen wieder Narkotik. Also, lila Drop mitnehmen. Und dann sage ich, ciao Kakao, ab wieder nach Hause. Und dann sollte er eigentlich schon... Boah, der wäre natürlich richtig lecker gewesen. 79? Naja, jetzt haben wir den 24er. Werde ich noch eins nehmen. Ja, so ein Jar nehmen wir mal mit. Ein Bauplan für Pflanzenspezies Y-Falle.
Gefällt mir sehr gut. Das Zelt lassen wir erstmal hier drin. Obwohl, Deko ist eh nicht in der Nähe. Machen wir hier. Soll wieder was Neues spawnen. Also, was brauchen wir denn für den Bruder hier? Die bekommt man, glaube ich, nur in dem Beet, wenn man da Spezies Y zusammen reinhaut, ne? Ich glaube, so war das. Nämlich, glaube ich, einmal Extinction ausprobiert und da waren die so semi-geil, weil das sind wirklich nur kleine Kreaturen, die dann dadurch gefangen werden. Also, Dodos funktioniert, glaube ich. Dilos funktionieren, aber zum Beispiel so ein Raptor oder so, der zählt nicht mehr als klein. Der ist dann Ende im Gelände. Und mit wem bitche ich denn hier bitte gerade? El Mammut! Oh, schade! Oh, das wäre lecker gewesen. Natürlich gewinnt das Mammut. Aber diese Berglöwen, die wollte ich auch nochmal zähmen. Aber, ja. Die sind wahrscheinlich auch gutes Level, oder? 52! Ah, schade, schade. Ja, ist schon tot. Wäre lecker gewesen, sagen wir mal so. Also, wir sind jetzt hier auf 131% Resistenz. Gehen wir nochmal. Level 79. Gibt es irgendwas Geiles, Neues, was ich kann? Oh, Kompositbogen nehmen wir mit. Aber wir brauchen Polymer. Und Polymer wird ein fettes Problem. Es ist kein Problem, an Zement reinzukommen, weil wir hier die ganzen Biberdämme haben. Aber Polymer wird uns echt hart zerstören. Hm. Müssen wir nochmal schauen, wie wir das klären können. So, der hat 70 Rüstung, der hat 100 Rüstung. Eigentlich ist diese Ghillie-Rüstung wieder für den Arsch, aber wir packen es erstmal hier rein. Jar nehmen wir erstmal so mit. Aber alles andere... So, oh, ich muss mich ja beeilen. Wo habe ich denn hier wieder meine Zeit gelassen? So, nicht, dass das Ding jetzt aufgewacht ist. Das wäre ja extremer Fail. Gut. Dann hätten wir wieder eine ganze Folge verwastet. Da war ich gerade wieder in komplett anderen Gedanken versunken. Aber eigentlich 400 sollte klar gehen. Ja, da liegt das Ding noch. Jetzt einfach ein bisschen beeilen. Come on! Schneller! Und... Ja, geht noch. Hauen wir mal hier. Ah, man darf ja eigentlich nicht zu schnell reinhauen. 78% schon gezähmt. Ich brauche natürlich auch einen Sattel dafür. Wie heißen die Dinger denn? Nashorn? Wollni, irgendwie sowas, ne? Die Wollnis! Wooly! Wooly Rino! Die Wollnis! Wer kennt sie? Rino. Zement, okay. Metallbaren 60, gar nicht so wenig. Aber eigentlich sollten wir alles am Mann haben. Geht das noch nach oben? Geht immer noch nach oben. Können wir eigentlich lassen, aber auf Nummer sicher nochmal ein bisschen reinhauen. Also, dann jetzt nochmal ein bisschen Zementfarm. Außer ich habe noch was da. Und dann schnappen wir uns das Nashorn und werden mal Dekos Base auseinandernehmen. Dann werden wir mal schauen, wie viel so ein Charge... Oh, ein roter Dropper ist geil. Wie viel Damage so ein Charge-Angriff macht. Ich glaube, das ist sogar der beste, so ein roter. Okay, aber erstmal hier schauen. Haben wir noch genug Zement? Dann haben wir überhaupt noch Metall. Mache ich auch schon seit 126, sollte eigentlich klar gehen. Was haben wir hier noch? Gar nicht mehr so viel. So, okay. Machen wir erstmal Rino. Oh. Oh. Das ist natürlich sehr lecker. Warum kann ich das nicht? Achso, das war der Araneo. Oh, das wollte ich ja gar nicht. So, nochmal Rino. Ah, das war der Bauplan. Okay. Wird also hergestellt. Wir hatten Eisgard noch 215 Mint, 123 Metallbarren. Das ist sau viel. Aber wir haben wie viel Rüstung mehr? Rüstung 33,6 und hier wären es Rüstung 25. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber nimmt man einfach mal mit. Dass ich einen Bumerang habe, finde ich extrem geil. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. So, kommt erstmal alles wieder hier rein. Wir brauchen nämlich Metall jetzt. Und den Bumerang hauen wir mal hier hin. Werf den einfach mal hier irgendwo hin. Puh! Komm zurück, Baby! Geil! Funktioniert! Und ich glaube, der macht Damage. Betäubt der vielleicht auch? Werde ich gleich mal testen. So, wir sind noch nicht overweight. Steine können wir gleich weghämmern. Steine werden wir weghämmern, sonst sind wir zu lahm. Und dann haben wir schon mal wieder 184 Metallerz. Und das werden wir dann umwandeln in 90 Metallbarren. Also,
Es nimmt hier alles hier weiter seinen Lauf. Das, was wir gerade verschwendet haben, kriegen wir jetzt eigentlich schon wieder rein. Easy. Aber einen Stein würde ich gerne nochmal mitnehmen. Einen Metallstein. So, wo haben wir den Bruder? Irgendein Dino, der sich nicht wehrt hier. Wie wär's denn mit dir? Putz! Haha! Digga, ist ja richtig geil, diese Waffe. Kommst du auch so zu mir? Geil. Okay, ja, dass er nicht angreift, war ein bisschen gelogen, aber er ist sehr lahm und will nicht wirklich angreifen. Deswegen passt das schon. Gleich müssen wir wieder zum Nashorn. Nicht, dass wir das fehlkalkuliert haben. Wir machen das mal lieber. Das ist mir hier gerade ein bisschen zu gefährlich. Wir haben jetzt noch ein bisschen Metall rangeholt. Und das sollte reichen. Das werden wir dann nochmal aufstecken. Und dann will ich aber auch ganz schnell wieder zum Reno. Nicht, dass es da irgendwie noch zu Komplikationen kommt. Und ich habe das Gefühl, ich muss doch noch ein bisschen in Bewegungsgeschwindigkeit investieren, weil ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Schnelligkeit. Ich bin natürlich auch gerade ein bisschen overweight, aber das geht echt besser. So, hier wieder die Hälfte. Und hier die andere Hälfte. Und gut, dann würde ich sagen, checken wir doch mal eben aus, wie schnell wir mit so einem Reno-Charge-Angriff Dekos Base zerstören können. Der hat sicherlich nichts da gelassen für uns, aber oh, so ein bisschen hier ran. Aber einfach mal zu schauen, okay, wie viel Damage macht das? Lohnt sich so ein Reno? Ist einfach mal so gut zu wissen für mich. Und vielleicht auch für euch, wenn... Nein! Nein! Oh! Warum? Töte es! Oh mein Gott! Hä, ist das der... Ist das Blueprint? Ich habe das Blueprint mitgenommen? Wie dämlich war das denn von mir? Oh, okay, aber es geht ihm gut. Gut, dass wir zurückgegangen sind. Oh. Okay, ja, Pro Bosser mal wieder. Dann mal wieder zurückrennen. Jeder Gang macht schlank, wissen wir ja. Nebenbei deswegen mal ein bisschen was phrasen. AP ist eigentlich auch wieder komplett oben, also eigentlich brauchen wir es gar nicht. So. Also, dann würde ich sagen, den wieder zurück und den wahren Rhino-Sattel. Der ist nämlich hier. Der kommt jetzt mit. Sorry, wahrscheinlich seid ihr schon wieder komplett durchgedreht in den Kommentaren. Passiert, Irren ist menschlich, meine Freunde. Aber das ist auch eiskalt, so ein Kento, heißen die? Ich nenne jetzt einfach mal Kentosaurus, mein Nashorn angreift. Was ist verkehrt mit ihm? So. Du folgst mir jetzt. Obwohl, erstmal schauen wir mal, wie schnell denn so ein Ding ist. Aus der 156. Das ist ja gar nicht. Oh, wie süß! Oh, cool! Bam, 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 bam. Rennen! Rennen! Oh! Wow! Ohne Scheiß! Das Ding ist ja wie ein Bär, wird immer schneller! Boah, richtig geil! Ich weiß, ohne Scheiß, das einfach so mal mitnehmen, um Deko zu jagen. Wenn man auf pur Ausdauer geht, guck mal, ich hatte da hinten noch so einen 76er gehabt. Das ist, glaube ich, schon ziemlich lecker. Und da hinten, ah, das interessiert mich nicht. Jetzt wollen wir erstmal den Charge-Angriff machen. So, weiß ja auch gar nicht, wie der geht. Mit Rechtsklick vielleicht? Nee, mit C. Nee, das wollte ich nicht. Vielleicht gegenrennen einfach. Ah! Eieiei, das ist aber schon ganz geil. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr rennen würde. Ja, aber ich hatte da rechts gerade noch so eine Herzanzeige. Da habe ich mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Boah, boom! Dekos Base zerstört. Haben wir noch irgendwas Cooles drin? Ja, da liegt in Trümmern, meine Freunde. Dekos Base in Trümmern. Leider nur seine alte Base. Aber ich sag mal so, sexy. Und wenn ich den so ein bisschen Power leveln kann. Ein...
Ausdauer ist natürlich nicht, ne? Guck mal, da hinten haben wir Kopfnuss-Dino. Der kann auch nichts. Ich würde sagen, da rennen wir mal kurz hin. Und den bringen wir um. Vielleicht haben wir dann schon ordentlich XP für den. Oh, 1000 Damage. Kiki, los. Zeig, was du drauf hast. Okay, das ist leider nicht ganz so viel jetzt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, Angriff! Greif ihn an! Ich greife auch noch mal ein bisschen an. Batz! Batz! Ja, zerstör ihn! So, und jetzt ein bisschen abhauen, damit auch wirklich er ihn umbringt. Obwohl, ich glaube, ich muss noch mal reinschlagen hier. Ja, oh, das sieht gut aus. Jawohl! Hast du gut gemacht. Aberten brauche ich ihn eigentlich nicht wirklich. Den lasse ich liegen. Wer erntet den denn gerade ab? Ach, die Libellen mal wieder. Man kennt sie. Aber ich muss sagen, geiles Viech. Jetzt gehen wir nochmal ordentlich auf Ausdauer. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir gerade nur 1200 Leben haben. Yo, ist klar, Mann. Diese komischen Insekten. Keine Ahnung, was mit denen verkehrt ist. Greif an. Okay, dann müssen wir so mal kurz angreifen. Ja, haben wir auch. Sehr gut. Und dann sage ich jetzt, Tümmede, sehen uns. Wieder Level up. Oh, Ausdauer ist super wichtig. Oh, ich glaube, man wäre, glaube ich, echt schnell von A nach B, wenn die Ausdauer stimmt. Guck mal, der frisst gerade gar nichts. Ach so, weil er noch narkotisiert ist, ne? Ah, okay. Dann folgt mir erstmal so. Ich glaube, es geht schneller. Komm her, Baby. Also, positiv überrascht, muss ich sagen. Nashorn El Grande hat mir sehr gut gefallen. Macht auch super Damage an Gebäuden. Und jetzt muss ich eigentlich noch Deko finden. Dann habe ich schon mal meinen Rambock. Also, da kann er eigentlich nichts gegen machen, sobald ich seine Base finde. Dann ist die einfach mal... Ciao. Dann mache ich dir den Erdboden gleich. Deswegen würde ich sagen... wir cruisen nochmal eben rüber. Ich muss die Base jetzt finden. Ich habe gerade so einen geilen Vorteil. Wir cruisen jetzt einfach mal rüber, schnappen uns das Floß. Den lassen wir natürlich erstmal hier stehen. Hier passiert ja auch gerade was. Metall wird da durchgeschmort. Meine ganzen Sachen lege ich mal hier eben ab. Das heißt, hier habe ich jetzt auch wieder Sachen, falls ich hier angegriffen werde. Ich könnte natürlich auch irgendwann mal das Dach zumachen. Wird überbewertet, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob da drüben irgendwas jetzt passiert ist. So. Zumachen. Sonst haben wir alles am Start. Ja, okay. Schnelle Reise. Wieder hier hinten hin. So. Tribe Mode Activate. Unsere Dinos leben noch. Dann nehme ich mal hier kurz meine ganzen Sachen raus. Sehr schön. Ja, nehmen wir mal die mit. Obolas nehme ich mal zwei mit. Ja, das sollte reichen. Und... machen wir mal so erstmal. Die Sichel brauche ich gerade nicht. Eigentlich kann ich die Flinte auch hier lassen, weil ich ja gar keine Darts mehr dafür habe. Uninteressant für mich. Den Bruder nehmen wir noch mit. Die nehmen wir mit. Granaten nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Alle natürlich. Und dann würde ich sagen, Muchachos, Runde Nummer 2. Dann das alles so? Ich glaube, das hat alles so seine Richtigkeit, oder? Ja, es sollte alles seine Richtigkeit haben. Also hier haben wir jetzt alles abgecheckt. Auch in diese Richtung haben wir alles abgecheckt. Von dort sind wir gekommen. Wir sind auch relativ weit hier ins Landesinnere gegangen. Nichts gesehen. Da sind wir lang gegangen, da sind wir lang gegangen. Die einzige Möglichkeit, wo ich noch nicht geschaut habe, wo ich aber denke, das ist eher so ja und ja eh nicht, ist hier auf der anderen Seite Redwood Biome. Und das werden wir jetzt abchecken. Deswegen cruisen wir mal kurz rüber. Hier haben wir unser Floß. Ich werde keine Dinos mitnehmen, weil ich eher denke, dass er dort nicht ist und ich habe keinen Bock jetzt unzählige Dinos von A nach B zu transportieren. Deswegen machen wir jetzt eine... Oh, komme ich da blank? Eine Solo-Übersegelung. Und wenn ich Glück habe... Habe ich überhaupt noch Narkotik? Okay, nee, dann kann ich auch nichts zähmen. Ich habe keine Narkotik, ich habe gar nichts. Das ist jetzt einfach wirklich nur eine Reise, um zu schauen, okay, könnte er dort sein. Da hinten geht gerade ein Dropper runter. Den schauen wir uns an.
Scheint aber auch relativ im Landesinnere zu sein. Da war unsere Base. Da sind wir das erste Mal so aufeinander getroffen. Das dürfte eigentlich hier gewesen sein. Wir cruisen einfach mal hier rüber. Und jetzt natürlich auch mit dem Spyglass. Hallo Spyglass? Okay, da tut sich dann wahrscheinlich nichts mehr. Ich cruise erstmal rüber. Da bin ich ja, glaube ich, auch schon rübergefahren zu dieser kleinen Insel. Da war auch nichts. Wir cruisen mal hier hin. Hier einfach zum dicken Penis. Und da geht gerade was runter. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Wo sind wir dann jetzt hier? Guck mal, wir sind super krass in der Nähe von unserer alten Base. Das heißt, wir könnten sogar glatt unseren Ziegenmann mal aus der... seinem Häuslein befreien. Ich bin ja damals nur abgehauen, weil es ein Problem gab, weil ich nicht mehr nach oben gekommen bin. Anstatt, dass ich eine Leiter baue oder so, wollte ich irgendwie mich mit einer Treppe hochbauen, hat aber alles hinten und vorne nicht funktioniert. So, Dropper geht runter. Das ist so meine letzte Fährte, die ich habe. Wenn hier jetzt nichts ist, dann mache ich komplett Abbruch und dann gehen wir auf Hardcore-Dino-Armee und versuchen, der Deko irgendwie outzuleveln. Dass wir mehr Dinos haben, dass wenn er irgendwann mal angreift, dass ich sagen kann, okay, ich mach dich so oder so platt. Alter, was ist das denn für ein Brontoberg? Digga, was geht denn da oben ab? Richtige Party. Disco, Pogo, Dingelingeling. Also Primate hätte man hier auf jeden Fall. Alter, was ist das denn hier für eine Oase? Super viele Tech-Dinos. Kann man umbringen für Öl. Wäre gar nicht so blöd. Und auf diesen... LOL? LOL? Charges, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Es ist auf jeden Fall nicht von mir gebaut und es ist schon relativ viel. Wolny, wir kommen jetzt ran. Also, Muchachos, jetzt beginnt die große Umlagerung. Ohne Scheiß, ich hätte niemals gedacht, dass er hier auf dieser Seite ist. Eiskalt bei unserem Startgebiet. Digga, ich bin auch nur hingefahren wegen diesem komischen Penis dort. Okay, eiskalt, alles holen, was geht. Ich hoffe natürlich nicht, dass es seine zweite Basis und dass er sich schon wieder irgendwo anders aufgebaut hat. Aber das sieht gerade richtig gut aus. Also, wir holen jetzt das Reno. Wie viel Zeit haben wir noch? Scheiße, wir haben noch 2 Minuten. Ja, egal. Dann werden wir in der nächsten Folge, meine Freunde, in der nächsten Folge werden wir mit den ganzen Dinos, die wir haben, versuchen, irgendwie rüberzukommen. Das wird nochmal ein großes Problem. Scheiße, wie mache ich das denn? Das ist so ein großer Fluss. Ich könnte die schwimmen lassen, aber... Oh, nee. Da kommt jetzt schon ein weißer Hai auf mich zu. Oh, shit! Das ist natürlich sehr Käse. Dann müsste ich echt versuchen, die ganzen Dinos einzeln drüber zu fahren. Aber wichtig ist erstmal Rambok Rino. Rambok Rino werden wir gleich einpacken und dann hier rüberfahren. Das wird natürlich ein wenig dauern, aber... Oh! Da war ja eiskalt sein Floß! Okay, das ist ein... Leute, das ist jetzt wirklich... Das Floß habe ich die ganze Zeit gesucht! Okay, und wenn jetzt gleich der Dropper da noch weg ist, hier der blaue Dropper... Dann bin ich mir 100% safe. Aber ich bin mir jetzt schon sehr, sehr sicher, dass wir ihn haben, Muchachos. Also, die Jagd beginnt. Ein paar Sekunden habe ich noch. Und in den Sekunden werde ich mich auf den Weg nach Hause machen, Reno einsammeln und zu den anderen Dinos cruisen. Und von dort geht es dann weiter in Richtung Deko. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sich Deko direkt am Fluss aufbaut. Also hier an diesem riesen Fluss. Dicke Eier hat er auf jeden Fall bewiesen. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. So, wo müssen wir hin? Ah, wir sind, glaube ich, schon fast da. Ich glaube, hier nach oben. Dann können wir den Reno einsammeln. Und dann geht's ab zu den anderen Dinos. Ich werde locker
wenn ich das so in Minuten ausdrücken müsste, werden wir locker noch 15 bis 20 Minuten brauchen, um ansatzweise alle Dinos auf die andere Seite zu bekommen. Und ich muss das irgendwie so handeln, dass er das nicht mitbekommt. Das heißt, ich muss von weiter weg, muss die ganzen Dinos rübertragen und dann im vollen Galopp mit allen Dinos, die ich habe, rein da. So, Amuchash, die Zeit ist jetzt um. Achso, genau, da haben wir den Fluss mit den ganzen Bibern, dort straight. Und dann ist dort auch gleich unsere Base. Muchachos, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Bei Deko erfahrt ihr das ja alles mal so ein bisschen früher. Ich weiß nicht, ob ich es in der nächsten Folge schon schaffe anzugreifen. Aber ich denke mal spätestens in der Folge drauf. Muchachos, Daumen nach oben da, dass es alle reingehen, wir werden Deko zerstören.